Hey, Knutzen, das musst du sehen. Kemmer der? Fang nicht mit deinem Schwedisch an. Ich hab was echt Unheimliches gefunden. Der Schwede würde nur gerne ausschlafen. Du musst dir das ansehen. Fan. Ekva wälst da ob. Okay, du hast gewonnen. Dann komm endlich raus. Und wir müssen über gestern Nacht reden. Sie ist weg. Ziemlich blutig, was? Das ist ein Stück von ihrem Fleisch. Sie wollte also raus und hat den Käfig aufgebrochen? Das ist die einzige Erklärung. Es war eine dumme Idee, sie in den Käfig zu sperren. Du arbeitest doch an deinem Forschungsprojekt über den Klimawandel oder so, richtig? Liegt das hier daran? Nein. Eisbären sind unberechenbar. Vor allem, wenn sie verletzt und in Gefangenschaft sind. Du erkennst hier wirklich kein Muster? Wir sind doch im Grunde auch nur Tiere, oder? Vielleicht dreht durch den Sturm einfach alles durch, was ein Gehirn hat. Wie du gestern Nacht. Yep, genau so. Mann, war ich verspult. Naja, klingt halbwegs plausibel. Das menschliche Gehirn funktioniert durch elektrische Signale. Ich habe den Magnometer gecheckt. Das Schlimmste steht uns noch bevor. Der Sturm wird noch viel stärker. Ich muss die Eisbärin vermutlich erschießen. Kann ich mir das Schneemobil leihen? Klar, die Schlüssel stecken. Ich muss mich sowieso erst einmal ausruhen.
Nova, bist du da drin? R? Alles in Ordnung? Ja, ich habe nur nicht gut geschlafen. Da bist du nicht die Einzige. Ich bin vom Funkgerät aufgewacht. Wenigstens hast du geschlafen. Ich arbeite jetzt schon ungefähr 4 Stunden an diesen Proben. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, vielleicht die besonders haarigen Käferbeine runterpflücken. Danke, aber die Käfer sind mikroskopisch klein. Wie geht es der Eisbärin? Sie ist weg. Sie muss in der Nacht den Käfig aufgebrochen haben. Sie ist vermutlich schwer verletzt und sie hat einen entzündeten Kiefer. Sie stirbt wahrscheinlich, wenn ich sie nicht finde. Aber du kannst sie finden, oder? Ja, wenn sie das Peilhalsband nicht abgeworfen hat. Du siehst aus, als hättest du nicht gut geschlafen. Schlimme Nacht? Nein, es ist eher was Persönliches. Du hattest keine Albträume? Nö. Tully hatte gestern ziemliche Albträume. Er wirkt ziemlich durcheinander. Ich weiß. Er hat heute zum ersten Mal seit Monaten keine sexistischen Witze gerissen. Al meinte, du könntest vielleicht etwas zu der Haut und den Knochen sagen, die er gefunden hat. Weil ich eine Inuit bin, meinst du? Nein. Die Leute glauben oft, dass es unter den Inuit eine kulturelle Einheit gibt. Aber in Wirklichkeit gibt es viele verschiedene Kulturen und Gruppen. Ich bin eine kanadische Inupiat. In Grönland gibt es die Kalaallit, aber der Dialekt, der hier im Norden gesprochen wird, ist Inuktun. Er ähnelt dem kanadischen Inuktitut, das meine Mutter mit mir gesprochen hat. Aber ich habe ein paar Kurse in Paleo-Eskimo-Kulturen belegt. Vielleicht kann ich dir also etwas sagen. Ich hatte von Anfang an immer den Eindruck, dass du sehr stolz auf deine Herkunft bist. Du hast das sicher von deiner Mutter. Nö. Sie hat immer gesagt, ich soll die Vergangenheit vergessen und LKW-Fahrerin werden. Dich an die Holzfällerindustrie zu verlieren, das wäre eine Vergeudung deines Talents. Du solltest mal sehen, wie ich einen Kenworth-Sattelschlepper über die Wrangell Mountains fahre, bevor du das sagst. Nichts für schwache Nerven. Jedenfalls habe ich gelernt, stolz auf meine Herkunft zu sein, als ich nach Alaska gezogen und auf die Uni gegangen bin. Es scheint dich nicht sonderlich zu freuen, dass Euler Junior herkommen will. Wir können es einfach nicht gebrauchen, dass sich jetzt jemand aus dem Management einmischt. Vor allem jemand, der so von sich selbst überzeugt ist. Steht unser Date heute Abend? Ja, aber ich muss mich erst noch eine Weile ausruhen. Ihr glaubt wirklich, ihr habt eine richtig große Ölquelle gefunden? Ja, aber er findet, wir sollten auf Nummer sicher gehen, bevor wir unseren Fund an die große Glocke hängen.
Morgen. Morgen. Na, kommst du mit deiner Arbeit voran? Nicht so richtig. Naja, falls es dich tröstet, unser kleines Nebenprojekt hier, du weißt schon, das mit dem Öl sieht vielversprechend aus. Ah, du machst Fortschritte mit den Knochen. Sag mir Bescheid, wenn du etwas herausfindest. Ich habe an den Knochen, die Elle gefunden hat, interessante Spuren gefunden. Sie sind voll von Messerspuren. An einem wurde das Knochenmark freigelegt. Das macht man gewöhnlich, um an das saftige Innere zu kommen. Was bedeuten würde, dass die Paleo-Eskimos Kannibalismus praktiziert haben? Nein, das glaube ich nicht. Warum nicht? Unter extremen Bedingungen ist es schon öfter dazu gekommen. Vertrau mir, ich weiß es einfach. Kannibalismus ist ein starkes kulturelles Tabu für die Inuit. Sie würden es einfach nicht tun. Es gibt einige Hinweise auf ältere Kulturen als die Inuit auf Grönland. Degenerierte Jagdkulte, kriegerisch und eng organisiert, was auf uns nicht zutrifft. Klingt ganz so, als wären denen grausame Rituale zuzutrauen. Aber wie schon gesagt, sie waren keine Inuit. Der Legende nach wurden sie von den alten Inuit-Stämmen ins Meer getrieben. Ich habe ein paar Artikel zu dem Thema. Ich hol dir einen. Ich habe noch einen Artikel über die mythologischen Aspekte. Ich suche ihn heute Abend raus. Ich hatte von Anfang an immer den Eindruck, dass du sehr stolz auf... Nö. Sie hat immer gesagt... Du wärst der hübscheste LKW-Fahrer der Welt. Dir ist sicher nicht entgangen, dass es eigentlich überall hübsche Frauen gibt.